Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mache ich wieder einen DM-Haul und zwar ist es der Februar-DM-Haul. Diesmal habe ich ziemlich viel gekauft, ziemlich viel Essen. Ich war bei einem neuen DM, wo ich noch nie war. Und im DM, also DM sind ja vor allem, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber zumindest in Österreich sind die ziemlich unterschiedlich. Ja, und wie gesagt, ich habe bei einem neuen DM jetzt eingekauft. Ich habe aber zusätzlich. An und für sich sind das zwei DM-Hauls im einen. Und zwar hatte ich bei einem anderen DM-Haul was vergessen und deshalb musste ich dann nochmal einkaufen gehen. Und dann ist dann noch ein bisschen was dazugekommen. Aber ich würde sagen, wir starten gleich. Und übrigens, am Schluss gibt es dann immer Essen. Das heißt, wenn euch das Essen interessiert, ist das immer am Schluss des Videos. Und ich probiere die Sachen auch immer und gebe euch dann gleich so ein bisschen ein Feedback. Ja, das finde ich immer recht lustig. So, ich würde sagen, wir legen mit etwas los. Das war auch die Sache, die ich vergessen habe. Und zwar sind das von Evelyn die Wattepads. Und zwar da habe ich mir gleich drei solche Rollen gekauft, damit ich jetzt hoffentlich mehr wie genug für ein paar Monate habe. Weil ich bin, also ich hatte jetzt nur noch so fünf, sechs Stück eben, hatte ich nur noch. Und da habe ich mir gedacht, ich brauche die unbedingt. Und ich kann nicht bis zum März warten. Und also ich glaube auf jeden Fall, dass die mehr genug ist. Übrigens, die nicht ins Klo werfen, das ist ganz, ganz schlecht. So als kleiner Tipp auch dazu. So, dann machen wir weiter. Und zwar habe ich, erst einmal habe ich mir zwei Shampoos von Balea in Feuchtigkeit. Die sind, ja, ich dachte mir, dass die neu sind. Und zwar jetzt neu Kokosduft. Also vielleicht war das mal in einem anderen Duft. Und die haben mich auf jeden Fall da angelächelt und vor allem Feuchtigkeit. Ich meine, jetzt im Winter kann man das immer gebrauchen. Und ich habe mir gedacht, ich probiere das mal aus. Kokos an und für sich finde ich recht nett. Und deshalb bin ich jetzt echt gespannt. Und da dazu habe ich natürlich eine Spülung aber nur gekauft. Und zwar ist es die Spülung, ach genau, in Feuchtigkeit, genau. Ist auch für trockenes und strapaziertes Haar, so. So sieht das eben aus. Genau, und da habe ich mir dann eine Spülung und zwei Shampoos mitgenommen. Dann habe ich mir auch noch ein Rasiergel gekauft. Und zwar ist es von Balea, das Sense of Magic. Das habe ich schon einmal gekauft. Und ich benutze es auch momentan. Ich habe aber nur noch eins. Und ich habe immer gern so ein Backup. So sieht das übrigens von nahen aus. Und ich finde, das riecht echt, echt angenehm. Und ich liebe Rasiergel einfach, weil ich sonst so diese roten Punkte und so krieg und da finde ich Rasiergel plus Scrub ist da bei mir immer so, I need it. Und auf jeden Fall, das fand ich ganz toll und ich, es ist Limited Edition, aber es gab es auf jeden Fall jetzt noch und ich wollte das noch haben und deshalb ist das mitgenommen. Kommen. So, dann habe ich mir auch, und zwar habe ich mir Lift Effect vom Balea Konzentrat. So sehen die aus. Ich habe mir gedacht, es sieht recht spannend aus. Ich meine, schlecht für die Haut, glaube ich, kann es nicht sein. Glaube ich zumindestens. Und ich habe mir gedacht, ich probiere mal so. Ich bin jetzt, also so ein Ampullenmensch bin ich auch nicht. Ich bin jetzt vielleicht auch nicht der Favorite-Fan davon, dadurch, dass das so ein bisschen verschwenderisch ist, weil das in so einem Fläschchen wäre das vielleicht ein bisschen besser als wie so kleine Ampullen. Aber gut, das ist auch ein anderes Thema. Werde ich wahrscheinlich. Ja, ob ich die alle jetzt bis März aufbrauche, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall stay tuned in meinem Aufgebraucht. Meistens werden die Produkte wieder ein zweites Mal auf meinem Kanal erwähnt. Dann habe ich mir auch noch von Shebens das Nachtkonzentrat gekauft. Und zwar sind das auch wieder so Ampullen. Ich habe mir gedacht, dann kann ich es auch gut vergleichen, ob ich da so einen Unterschied zwischen den beiden merke. Natürlich sind das jetzt zwei unterschiedliche Wirkungen, die haben sollen, aber ich merke ja trotzdem, ob das eine mehr mit meiner Haut macht als wie das andere oder so. Also das werde ich auf jeden Fall vergleichen und schauen, welches mir da besser gefällt. Dann haben wir auch noch von Balea und zwar ist es die Beauty Therapy Hals und Dekolleté Pflege. So sieht die eben aus und ich glaube, die war im Sale. Ich weiß nicht, ob die aus dem Sortiment weggenommen wurde oder weggenommen wird. Ja, also ich habe mir gedacht, ich probiere das mal aus. Weil ich meine, so Hals vergesse ich nicht. Doch, aber so mein Dekolleté, also dass ich das oft einschmiere, das schmiere ich nur ein, wenn ich meinen ganzen Körper einschmiere. Aber sonst, also es gibt so gewisse
Sachen, die man an seinem Körper vergisst, was ja voll schlimm ist. Also man ist oft so immer auf Face, Face, Face und so und den Rest vergisst man so ein bisschen. Und da ist natürlich wichtig, dass man auch dem Rest des Körpers ganz viel Liebe schenkt. Und das möchte ich auch mit dem mal ein bisschen machen. Auch mein Dekolleté und meinem Hals so richtig viel Liebe schenken. So, weil wir hier gerade noch von der Pflege reden, habe ich mir natürlich, ich weiß nicht, es gibt so Produkte, die bei mir so automatisch immer in den Warenkorb kommen, weil ich weiß, dass ich sie sowieso aufbrauche. Und zwar ist es die reichhaltige Tagescreme in Bombalier. So sieht die aus. Die habe ich mir jetzt dreimal, habe ich sie mir gekauft. Und ja, ich liebe die, ich finde die ganz, ganz toll, funktioniert für mich super leicht. Die hat eben einen Sonnenschutz von 15 drinnen und das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Und ja, das sind dann halt wieder drei Stück. Aber nächstes Mal brauche ich wirklich keine, weil jetzt habe ich jetzt schon einen großen, genugen Vorrat, der mir jetzt ein bisschen reicht. Das heißt, jetzt werden wir versuchen, nächstes Mal. Aber das Problem ist, ich vergesse das dann so. Ich denke mir, ah, das brauche ich, das brauche ich. Das ist so, es gibt ja so Produkte, die sind so im Kopf drinnen, dass man sich denkt, ah, die brauche ich. Obwohl man sie eigentlich gar nicht braucht. Aber die sind halt schon so drinnen im System irgendwie, dass man sie immer wieder braucht. Aber ja, dann habe ich mir auch noch, weil wir gerade beim Thema Sachen, die man immer wieder braucht. Und zwar habe ich mir zweimal Balea, die Reinigungstücher. Die brauche ich halt immer wieder. Ich benutze die nicht zum Abschminken. Ich benutze die nur, wenn gewissen Stellen ich irgendwie was verpasst habe. Zum Beispiel meistens ist der Haaransatz so ein bisschen Make-up oder so hier auf den Seiten und so. Das ist oft so, wo man dann nicht gescheit hinkommt. Oder natürlich, wo ich sie ganz, ganz toll finde, ist natürlich für Make-up-Removing und so, wenn ich das swatche oder so, sind die super zum Entfernen der Swatches und so. So, jetzt kommen wir zum Make-up-Part und da beginne ich mit zwei Produkten, die ich immer wieder brauche und was super, super Favorites von mir sind und die ich eigentlich immer, wenn sie im Sortiment sind, ich mir da was mitnehme, weil ich die halt echt schnell verbrauche. Und zwar, obwohl mittlerweile habe ich jetzt Puder, habe ich jetzt schon ziemlich viele. Die waren jetzt zum Glück immer im Sortiment. Aber es gibt so Phasen, das sind die fast nie im Sortiment. Und dann bin ich immer so, oh no. Und wenn es dann knapp wird, ist immer blöd. Ich meine, ich kann natürlich auch ein anderes Puder benutzen, aber es ist halt mein Lieblingspuder. Und was ist jetzt mein Lieblingspuder? Es ist das Essence All About Matte Fixing Powder. So sieht das aus. Und da waren wieder vier im Sortiment. Wie gesagt, die habe ich eben dort bei diesem anderen DM gekauft. Ich glaube jetzt bei dem DM, also dem zweiten ist mein normaler DM. Ich glaube, da hatten sie gar nicht das Puder, weil bei dem ist es halt oft ausverkauft. Und deshalb bin ich immer so, oh, I need it, I need it. Und was auch oft, die ist nicht immer so ausverkauft, aber die gibt's. Das ist jetzt etwas, wo, da frage ich euch nämlich. Und zwar wisst ihr irgendwas davon? Und zwar rede ich von der Essence Fresh Fit Awake Make-up. Wisst ihr irgendwas davon, dass die aus dem Sortiment verschwinden soll? Weil, die Foundation gibt es nicht bei jedem DM in Österreich. Und ich weiß nicht, ob das neu ist oder ob sie so systematisch so die Foundation aus dem Sortiment raushauen und deshalb gibt es die in gewissen DMs gar nicht mehr und manche haben halt noch so ein bisschen Lagerung noch übrig. Das wäre halt echt schade. Das ist meine Lieblingsfoundation. Ich habe bis jetzt auch keine bessere gefunden. Aber wie gesagt, wenn ihr was darüber wisst, bitte, bitte, bitte lasst mich das wissen. Wenn ihr es mir nicht in die Kommentare schreiben wollt, schreibt es mir auf Instagram. I want to know. Wenn ihr was wisst, natürlich. Wenn ihr nichts wisst, dann seid ihr so wie ich und wisst nichts. Aber es ist halt meine Lieblingsfoundation. Aber weil wir gerade von Foundation reden und auch von vielleicht, dass die aus dem Sortiment geht, habe ich mir gedacht, probiere ich mal von Essence eine andere Foundation. Und zwar ist es die Pretty Natural. Ich glaube, die Menschen finden die gut. Die Menschen. Also die Leute auf YouTube finden die nicht schlecht. Ich habe sie mir jetzt in 40 Vanille gekauft. Weil ich habe nämlich meine Foundation geswatcht gegen der Foundation. Und da war nämlich die 30 zu hell. Also heller wie die Farbe, die ich hier benutze. Aber es war ein anderer Unterton. Das heißt, ich weiß es nicht, wie gut das wird. Aber schauen wir mal, schauen wir mal. Ich habe mir gedacht, ich probiere es mal aus. Vor allem auch die Formulierung und so. Und ich wollte ja sowieso, das war ja auch etwas, was ich mir vorgenommen habe, im Jahr 2021 mehr Foundations auszutesten. Und
Das tun wir jetzt auch. Und zwar, aber die ist jetzt auch schon länger draußen, glaube ich. Aber sie hat auch so Hyaluron plus Aloe Vera. Also ich glaube, das sind auch nicht so schlechte Ingredients drin. Das klingt halt zumindest sehr, sehr nett. So, dann habe ich mir von Catrice auch zwei Produkte gekauft. Und zwar habe ich mir einmal den Blush gekauft. Blush Box in 010 Dolce Vita. So sieht das Packaging so aus. Und so sieht es dann halt von nahen aus. Also, ist es jetzt mein Favorite Packaging? Nee, es erinnert mich halt voll an Maybelline. Und ja, ich finde halt, Essence macht halt mehr so, das ist so, Essence erkennst du immer, aber das könnte jetzt auch Maybelline sein oder L'Oreal. Also, finde ich ein bisschen schade. Also, ich fand das Packaging, was sie früher hatten, schöner. Und ich meine, zum Beispiel die Foundation auch, das sieht urschön aus und so, aber. Das. Also ich habe es jetzt eigentlich nur gekauft, um den auszuprobieren und zu schauen, ob der gut ist. Aber vom Packaging her, not my favorite. Dann haben wir, der sah, ich glaube, der sah ziemlich vielversprechend aus und ich hoffe, er ist auch gut. Und zwar ist es von Catrice, More Than Glow Highlighter in Supreme Rose Beam in 020. Und ich, so sieht übrigens das Packaging aus. Da ist halt so eine Blume. Es ist halt super cheap Packaging. Also es könnte jetzt auch, finde ich, Essence sein. So sieht der dann eben von nahen aus. Also es sieht sehr vielversprechend aus. Und ich bin auch richtig, richtig gespannt, den auszutesten. Er ist nicht so groß. Er ist ziemlich klein. Also es könnte auch so. Ja, es ist halt klein. Also normale Highlighter, hier habe ich jetzt einen von Make-up Revolution, sind halt ein bisschen größer. Aber das heißt ja nicht, dass der nicht gut sein kann. Und deshalb wollte ich den auch ausprobieren. Ich habe mir gedacht, so probieren wir wieder ein bisschen Make-up auch aus der Drogerie aus, weil es ist halt viel Make-up Revolution und dann halt auch High-End-Produkte momentan. Also Make-up Revolution ist halt meine, einer meiner Favorite-Drogeriemarken. Plus Essence, glaube ich. Catrice mag ich aber auch. Also, ja. Und genau, das heißt, das wird dann getestet. Das heißt, wenn euch diese Produkte auch interessieren, stay tuned. Die werden sicher im März getestet. Das heißt, einfach nur meinen Kanal abonnieren und dann werde ich dazu auch mein Feedback abgeben. So, meine Lieben, jetzt kommen wir zum Part und zwar zum Essen. Ich bin echt gespannt und zwar, wie gesagt, ich war bei einem DM, wo die andere Produkte hatten, wie bei meinem gewöhnlichen DM, weil dort haben sie, also auf dem, wo ich normalerweise einkaufen gehe, ist, also da ist nicht so viel. Dadurch, dass ich halt das jetzt schon öfters mache mit den Essens und den DM-Hauls, habe ich halt alles durch und so oft machen die anscheinend keinen Sortimentwechsel. Und der, wo ich jetzt momentan einkaufe, der hat auch mehr, also der hat auch mehr, aber der, wo ich war, die hatten halt so fünf Regale voller Essen. Dafür, weil der andere Stuff jetzt nicht so viel. Also zum Beispiel, ja, zum Beispiel diese Geschenksets oder sie hatten jetzt auch kein BH Cosmetics Aufsteller oder so. Das war halt ein bisschen weniger. Aber dafür war das Essen war ein Traum. Also da fahre ich mal vielleicht wieder hin, um dort wieder Essen zu kaufen. Wenn ich das ganze Essen schon ausgetestet habe im DM, weiß ich, dort gibt es auch Sachen, die ich sicher nicht ausgetestet habe. Aber ich würde sagen, wir legen gleich los. So, und zwar als erstes habe ich Sportness von DM Natural Proteinriegel. Und zwar hat meine. Ich war mit einer Freundin shoppen und sie hat gemeint, dass der super, super gut ist. Sie hat gesagt, er ist billig und schmeckt sehr gut. Ich bin ja normalerweise nicht so der Proteinmensch. Ups. Aber es riecht so nach Erdnuss. Also jetzt vom ersten Eindruck. Also es riecht fresh. Also es könnte mir sogar schmecken. Also es riecht so Nuss. Und da oben sieht es so aus, als wäre es so Schokolade. Ob das jetzt wirklich Schokolade ist, weiß ich nicht. Aber ich zeige euch mal, so sieht der aus. Also es sieht und es riecht voll gut. Also ich werde es jetzt kosten. Aber mein Fazit zu dem ist, es war sehr nussig und ein bisschen trocken. So voll Schluckgefahr bei mir vor allem. Ich verschluck mich sehr oft. Mit der Schokolade, ich habe es jetzt fast kaum geschmeckt, war es sehr süß. Also für Leute, die sich leicht verschlucken. Ist bei mir schon passiert. Aber es war für einen Riegel gut. Es war halt sehr nussig, aber es ist halt so.
Da ist nämlich, es ist nicht nur Nüsse, sondern es ist so ein bisschen so was Gepufftes da dazwischen. Und das ist halt so trocken. Und das rutscht halt so leicht im Hals. Und bei mir ist es halt echt. Also ich würde jetzt nicht empfehlen, den zu essen und währenddessen zu reden. Don't do it. Aber sonst fand ich es jetzt nicht so schlecht. Aber ich meine, ich werde es einfach nicht nachkaufen aus dem Grund, dass ich so Protein und sowas. Ich meine, nein, dafür mache ich zu wenig Sport. Also ich halte jetzt auch nicht so viel davon. Ich weiß nicht. Ich kenne mich da auch zu wenig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für die, die das lieben, es schmeckt okay. Ist jetzt so super süß? Nein. Aber so, wenn ich so Hunger hätte, so zwischendurch, würde ich mir denken, ja, könnte ich so dann essen. Aber werde ich es nachkaufen? Nein. Aber ich bin dazu, ich bin auch nicht so der Riesenriegel-Fan, muss ich dazu sagen. Dann haben wir, da hat sie gemeint, das schaut so cool aus und deshalb soll ich es kaufen. Und zwar ist es die Schokocreme Milch und Nuss-Nougat. So sieht die eben aus. Ja, sie sieht cool aus, also da stimmt schon. Und ich bin ja normalerweise, ja, es kommt so auch so schön verpackt. Ich bin ja normalerweise Team Nutella, volle Kanne. Und ich bin immer davon so, nichts ist so gut wie Nutella. Problem ist, ich glaube, Nutella hat die Formulierung geändert und jetzt ist die so hart und schmeckt nicht mehr so gut. Sie ist nicht mehr das, was sie einmal war. Und das, ich habe auch nicht mehr so dieses, ich weiß nicht, ob das so Suchtdinger früher drin waren, aber ich habe auch nicht mehr dieses Suchtbedürfnis nach Nutella, was ich früher hatte. Also irgendwie ist Nutella, ich weiß nicht, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber es ist einfach anders. Und wir haben jetzt schon zwei gekauft und die waren alle, beide so komisch. Also es ist irgendwie komisch. Die riecht. Ich weiß noch nicht. Ich weiß wirklich noch nicht. Es sieht natürlich voll cool aus und so. Es ist Milch-Nuss-Nougat. So sieht das von innen aus, weil ich das interessiert. Ist ja immer sehr satisfying, wenn noch niemand mit dem Löffel oder so reingebohrt hat. Ich würde sagen, ich koste das jetzt. Es ist. Nicht besser wie Nutella. Es schmeckt auch nicht besser wie Nutella. Es ist weicher wie die neue Nutella, weil die neue Nutella ist steinhart. Aber es schmeckt am Anfang nicht so schlecht, aber dann hat es so einen komischen Nachgeschmack. Und ich habe versucht, die ganze Zeit zu, nach was erinnert es mich? Und es erinnert mich, jetzt lachen wir mich nicht aus, es erinnert mich an Kerzenwachs. Es schmeckt so ein bisschen nach Kerzenwachs, also Bienenwachs, wie auch immer man das nimmt. Schmeckt so, es hat so ein bisschen so einen Nachgeschmack davon. Ja. Ja, also ich bin halt, aber ich wusste schon, dass mir das vermutlich nicht schmecken wird, muss ich dazu sagen. Ich werde es natürlich trotzdem essen, weil wegschmeißen werde ich es natürlich nicht, aber werde ich das jetzt so genießen, wenn ich das esse? Oh, no. Ich werde probieren, vielleicht schmeckt es auf Brot besser. Obwohl, da bin ich echt so Nutella normalerweise. Aber dadurch, dass ich die neue Nutella auf Brot auch nicht essen kann, weil die zu hart dafür ist, ist die wenigstens super, super soft. Das heißt, für Brot kann man die wenigstens benutzen. Bin gespannt. Ich werde sie noch probieren, in verschiedenen Formen zu essen. Weil es ist ja auch ziemlich viel. Vielleicht kann ich die ja auch irgendwem andrehen. Muss ich mir noch überlegen. Das Problem ist halt, sie ist offen. Ich meine, du kannst es halt niemandem schenken. Aber vielleicht mag wer sowas. Ja, weggeschmissen wird es auf jeden Fall nicht. Keine Sorge, das mache ich nicht. Aber ja, mein Favorite, was nicht. Auch wenn sie super süß und so ausschaut. Aber das ist auch. Das. Also werde ich sie nachkaufen? Nein, nein, werde ich nicht. Ich werde vermutlich mich generell von Schoko. Cremen verabschieden jetzt, wo Nutella ist. Ich werde dann auf Marmelade umsteigen. Ich mag auch Marmelade. Meine Lieblingsmarmelade ist übrigens Erdbeer. Schreibt es ihr mal in die Kommentare, was seid ihr für ein Team? Seid ihr Team? Was gibt's denn noch? Ja, Himbeer. Ja, alles Mögliche. Können Sie mir in die Kommentare schreiben. Dann habe ich mir natürlich, und zwar kaufe ich das mittlerweile fast jedes Monat, weil es halt auch leer wird. Und zwar habe ich mir das Schokomüsli. Ohne Rosinen, ich liebe das. Ich esse das in Kombination mit. Ich habe es jetzt schon geöffnet übrigens, wenn ihr euch denkt, warum ist da nur so wenig drin.
Ich habe in der Früh schon gegessen. Ich muss es in der Früh schon essen, weil mein anderes war leer und ich so, ich liebe es einfach. Also ich esse eben das mit Vanillejoghurt und oh, I love it. Es schmeckt so gut, ich liebe das einfach. Und deshalb ist das wieder mitgekommen. Das heißt, würde ich das nachkaufen? Auf jeden Fall. Ich kaufe es fast jedes Monat nach, weil ich das ganz, ganz toll finde. Und I love it. Das ist, glaube ich, mein Favorite DM-Essensprodukt. Ja, voll. Ich liebe das. Und das hätte ich nie entdeckt, wenn ich nicht diese DM-Hauls machen würde. Amazing. So, jetzt kommen wir auch zu einem Produkt, was mir auch eine Freundin empfohlen hat. Und zwar hat sie gemeint, das ist super, super lecker. Sie trinkt zwar Kaffee und ich nicht, aber es wird hoffentlich trotzdem gut sein. Und zwar ist das die Alpro Vanille. Vanille. Alpro Vanille steht da noch drauf. Ich weiß nicht einmal ganz, was das ist. Es ist auf jeden Fall ist es ein Getränk, aber weil es ist ja keine Milch, wie ich das jetzt verstanden habe. Also es ist ja dann ja Sojadrink. Also es ist eben ein Soja. Es ist aus Soja. Ding habe ich mir schon vermutet. Ich würde sagen, wir probieren das. So, ich habe mein Glas hier mit Lippenstift natürlich, weil davor war hier Wasser drin. Aber jetzt probieren wir das mal. So riechen. Es riecht, also ich und mein Bruder haben als Kind auch Soja. Ich glaube, wir haben dieses Soja, die Soja-Schokomilch oder so haben wir als Kinder getrunken. Auf jeden Fall, mein Bruder hat die Puddings geliebt, weiß ich. Also es erinnert mich, also wenn ich daran rieche, Soja erinnert mich an meine Kindheit, was ja nicht schlecht ist. Ich würde sagen, ich probiere das jetzt mal. So, mein Fazit. Ich stelle mir das da runter, damit das Glas nicht sehen müsst. Es schmeckt natürlich nach Soja. Also wenn man diesen typischen Sojageschmack kennt, dann schmeckt das nach Soja. Wenn man das nicht mag, dann wird es einem nicht schmecken. Ich finde den jetzt nicht so schlimm. Also ich mag den, ich finde den ganz okay. Ist halt was anderes wie Milch natürlich. Aber ich muss dazu sagen, ich finde Vanille jetzt nicht schlecht und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich im Kaffee richtig, richtig nice sein kann, dadurch, dass ich keinen Kaffee trinke. Aber ich möchte die auch noch ausprobieren in der Schoko-Variante. Das werde ich dann nächstes Monat machen. Einfach aus dem Grund, weil ich das auch schon so lange nicht mehr getrunken habe. Und ich weiß, dass ich die Schoko-Variante, glaube ich, besser finde. Also ich finde das jetzt nicht so schlecht. Ich finde es halt ein bisschen boring, muss ich dazu sagen. Es ist halt sehr viel dann Sojageschmack, weil halt Vanille jetzt nicht so der intensivste Geschmack ist, der jetzt die Soja so vollkommen überpowert oder so. Das heißt, ich möchte auf jeden Fall noch Schoko probieren. Aber es hat mich auf jeden Fall zurück in meine Kindheit versetzt, muss ich wirklich sagen. Und das ist natürlich immer toll, weil die Kindheit ist meistens immer toll. Natürlich leider nicht bei jedem, aber das ist wieder ein anderes Thema. Jetzt machen wir mit den letzten zwei Produkten und dann sind wir fertig mit diesem DM-Haul. Und zwar, meine Lieben, jetzt wird es lustig. Also ich freue mich schon so. Und zwar habe ich einmal mediterranes Risotto mit Champignons. Ich zeige es euch mal von nahen. So sieht das aus. Ganz, ganz toll. Und zwar, das habe ich noch nie bei einem DM gesehen. Und dann haben wir auch noch den Tomatenreis mit Gemüse und Seitan. So sieht das aus. Und wer wäre ich denn, wenn ich das nicht ausprobiere? Ich werde natürlich jetzt nicht beide ausprobieren. Ich werde das Risotto probieren, weil ich glaube, das ist leichter, fertig, gut zu schmecken, wie jetzt das hier, denke ich mal. Ich werde das also jetzt mir machen und dann komme ich wieder zurück. Wenn euch interessiert, wie mir das schmeckt, würde ich auf jeden Fall sagen, checkt Instagram aus. Ich werde das auf Instagram dann updaten, wenn ich das gegessen habe und euch da dann auch noch sagen, ob das ein Daumen hoch oder ein Daumen runter ist. Aber jetzt werde ich in die Küche gehen und mir das mediterrane Risotto mit Champignons machen. So, ich habe mir jetzt dieses Risotto gewärmt. Sieht es jetzt so ansprechend aus? Nein, ich zeige es euch mal von weiter weg. Es ist halt so eine bräunliche Farbe. Riechen finde ich richtig gut. Also es erinnert mich so ein bisschen an das Essen, was meine Oma macht. Ich muss dazu sagen, ich glaube, dass der Tomatenreis besser schmecken wird. Deshalb habe ich den jetzt, wollte ich den austesten. Ich würde sagen, ich koste jetzt. Also ich finde, es schmeckt jetzt nicht so schlecht.
Ich würde es mir vielleicht noch ein bisschen nachsalzen. Ich finde es auch nicht so viel Würze drinnen. Aber an und für sich finde ich das jetzt echt nicht schlecht. Also würde ich das wieder nachkaufen? Ja, definitiv. Vor allem, ich bin halt so ein Mensch, ich kann ich kochen? Ja. Koche ich gerne? Nein. Ich koche gerne, wenn ich zum Beispiel, wenn so Gäste kommen oder sowas, das mache ich immer urgern. Aber für mich? Nein. Also meistens hole ich mir Essen oder halt so sowas. Oder halt so Brot. Ich liebe Brot. Also Brot kann ich sowieso in allen Variationen essen. Das heißt, da kann ich mich auch so einen Monat lang durchgehend von Brot ernähren. Da habe ich auch kein Problem. Also sagen wir jetzt mal so, solltet ihr mich als Vorbild nehmen, was Ernährung angeht? Nein, don't do it. Ich bin ganz schlimm. Ich bin ganz schlimm und ich weiß, ich muss besser werden. Aber für die, die das interessiert und die sich denken, wenn man so keine Lust hat zu kochen, einfach nur so schnell in die Mikrowelle. Yes. Yes. Es schmeckt. Schmeckt gut. Schmeckt gut. Sieht es jetzt so lecker aus? Nein. Also ich glaube, dass der Tomatenreis, glaube ich, der wird mehr der Hit sein. Da werde ich euch, wie gesagt, auf Instagram könnt ihr dann das Update dann erfahren. Ich werde jetzt schnell noch das mich verabschieden und dann werde ich das Risotto fertig essen. Also wie gesagt, das war der ganze DM-Haul, das waren alle Produkte. Es war ein langer DM-Haul. So fast schon ein XXXL-DM-Haul. Vielleicht machen wir auch noch XL. Aber ich glaube, ihr werdet ja eben wissen, wie der Titel ausschaut. Aber ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo hier habt ihr ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und dann würde ich mich, wie gesagt, super, super freuen, wenn ihr mir kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es, von euch zu hören. Und wenn ihr das mehr privat machen möchtet, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram DM. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!